Wir haben jetzt alle Zutaten für das Backofengemüse zusammen. Brauchen wir sonst noch etwas? Ich muss im Drogeriemarkt noch nach einer Creme suchen. Hier gibt es doch diese Schokowaffeln, die wir so mögen. Dürfen wir uns die Waffeln holen? Ja klar, ich bin hier bei den Pflegeprodukten. Hier sind die Waffeln. Ich möchte mich noch weiter umschauen. Komm, wir gehen da hinten hin. Da habe ich Weihnachtsdeko gesehen. Weihnachtsdeko ist immer toll. Schau mal, wie schön. Der Schlitten ist toll. Und dieser Stern und das Herz. Mit den Sachen könnten wir das ganze Haus schmücken. Ah, da seid ihr ja. Ich habe euch schon gesucht. Schau mal, Mama, diese tollen Sachen. Schöne Sachen sind ja dabei. Können wir nicht alles mitnehmen und unser ganzes Haus schmücken? Ja, das hättet ihr wohl gerne. Wir haben doch schon genug geschmückt. Aber stell dir mal vor, ein Haus voller Weihnachtsdeko. Ein Weihnachtshaus. Wo sind wir denn? Das Haus sieht toll aus. Ja, voller Weihnachtsdeko. Richtig weihnachtlich. Komm, wir gehen mal rein. Hier ist es ja gemütlich. Überall ist es geschmückt, wohin man auch schaut. Hier riecht es so nach Plätzchen. Dann wohnt hier jemand. Ich sehe aber niemanden. Vielleicht wohnt hier der Weihnachtsmann. Da steht ein Weihnachtsbaum. Und darunter liegen sogar Geschenke. Ich wüsste echt gerne, wo wir hier sind. Hier ist die Küche. Ah, jetzt weiß ich auch, wieso es hier so nach Plätzchen riecht. Da stehen welche. Die sind frisch gebacken. Wir essen hier mal lieber nichts. Wer weiß, wem dieses Haus gehört. Die Schneeballschlacht hat Spaß gemacht. Aber ihr habt bestimmt geschummelt, sonst hätten wir Jungs gewonnen. Ja, klar. Aber wir müssen jetzt noch viele Sachen erledigen. Huch, wer seid ihr denn? Wir... Habt keine Angst, ich heiße Laura. Und ich bin Tommy und wir wohnen hier. Ich bin Amelie und das ist meine Schwester Paula. Hallo. Warum seid ihr hier? Wir standen plötzlich vor der Haustür. Ihr habt euch bestimmt etwas ganz arg vorgestellt und seid hier gelandet. Ja, genau. Wir haben uns dieses Haus vorgestellt. Was ist das denn überhaupt für ein Haus? Das ist die Wichtel-WG. Hier wohnen alle Weihnachtswichtel, die für den Weihnachtsmann arbeiten. Deshalb tragt ihr solche Zipfelmützen. Ja, und wir beide sind die Verwalter der Wichtel-WG. Wir kümmern uns darum, dass bis Weihnachten alles fertig wird. Und wo sind die anderen Wichtel? Die sind in der Weihnachtswerkstatt und basteln Geschenke. Ihr wohnt in einem so schönen Haus. Ich wäre auch gerne ein Wichtel. Wenn ihr unbedingt Weihnachtswichtel werden wollt, können wir mit euch einen Test machen. Ich wäre auch gerne ein Weihnachtswichtel. Aber was müssen wir denn für einen Test bestehen? Wir machen die Lebkuchen-Telepathie-Challenge. Was ist das denn? Als Weihnachtswichtel muss man auch ohne den Wunschzettel die Wünsche der Kinder lesen können. Also müsst ihr die Gedanken von anderen lesen. Und um das zu testen, machen wir die Lebkuchen-Telepathie-Challenge. Ihr müsst versuchen, den gleichen Lebkuchen zu backen, aber nur durch Gedanken lesen. Ihr bekommt eine Trennwand und dann geht es los. Und wollt ihr das machen? Auf jeden Fall! Wir haben hier noch Lebkuchenteig übrig. Am besten rollt ihr den nochmal aus. Ich bin fertig. Gut, dann schieben wir den Teig in den Ofen. Der Teig ist schön geworden.
Jetzt bekommt ihr verschiedene Farben für den Zuckerguss. Amelie darf anfangen, eine Farbe auszuwählen. Ich habe eine Farbe ausgewählt. Jetzt muss Paula versuchen, die gleiche Farbe zu nehmen. Lass deine Gedanken zu mir fließen. Ich nehme grün. Richtig. Juhu. Super, jetzt habt ihr schon mal eine gleiche Sache. Vielleicht seid ihr wirklich gut als Weihnachtswichtel geeignet. Jetzt müsst ihr euch eine Form für die Lebkuchen aussuchen. Dieses Mal darf Paula anfangen. Welche nehme ich? Den Weihnachtsmann oder den Lebkuchenmann? Ich habe mich entschieden. Okay, also ich denke mal, du hast den Lebkuchenmann genommen, weil das am besten zu Lebkuchen passt. Nein, ich habe den Weihnachtsmann. Jetzt hast du leider etwas falsch gewählt, Amelie. Ist das sehr schlimm? Naja, als Weihnachtswichtel passiert einem auch mal einen Fehler. Macht einfach weiter mit der nächsten Runde. Jetzt geht es ans Verzieren. Amelie darf jetzt entscheiden, was sie als erstes verzieren möchte. Ich mache als erstes die Augen. Hier sind die Schüsseln. Ich nehme diese Schüssel. Ich nehme die roten Sterne. Oh nein, du hast die falschen genommen. Ich habe die orangenen. Ich glaube, wir wären keine guten Weihnachtswichtel. Die Lebkuchen sehen bis jetzt schon sehr schön aus. Es geht weiter mit den Knöpfen. Aber mein Weihnachtsmann hat gar keine Knöpfe. Dann machst du es an die Mütze dran. Okay, ich nehme diese hier. Ich bin mir sicher, dass du die weißen Kugeln nimmst, weil die am besten zu deiner Weihnachtsmannmütze passen. Richtig. Die Lebkuchen gefallen mir jetzt schon richtig gut. Jetzt dürft ihr verzieren, was ihr wollt. Ihr bekommt zwei verschiedene Farben von Streuseln. Ich habe welche ausgewählt. Du bist dran, Paula. Ich nehme die bunten Streusel. Falsch, ich habe die braunen genommen. Die passen am besten zu meinem Lebkuchenmann. Dann verziert mal eure Lebkuchen. Sehen so schön aus. Ja, deiner ist auch gut geworden. Aber wir haben die Challenge wohl verloren. Ist aber nicht schlimm. Wir sind schon genügend Wichtel. Aber ihr habt die Lebkuchen echt schön dekoriert. Die schmecken bestimmt gut. Ich bin nach dem Backen so müde. Ja, das war anstrengend. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass ihr nach Hause geht. Damit ihr gut schlafen könnt, zeige ich euch ein freies Bett. Wow, ist das toll! Das sieht aus wie ein Stand auf einem Weihnachtsmarkt. Ich lege mich gleich hin. Gute Nacht! Vielleicht sehen wir uns mal wieder. Ihr seht aber müde aus. Das Einkaufen hat euch wohl sehr angestrengt. Ich habe gerade nur etwas wegen der Weihnachtsdeko gedacht. Ich bin müde. Dann gehen wir jetzt heim. Wir wollten doch auch noch Lebkuchen backen. Also, ich habe heute schon genügend Lebkuchen gesehen. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und abonniert unseren Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Hier könnt ihr noch weitere Videos anschauen und sonst würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!